Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nordfriesischer Marsch. Muss ich mal kurz gucken, kann man die einklappen? Oder sind die schon eingeklappt? Die sind eingeklappt. Vielleicht fahren wir die doch mit Hand nach da hinten. Das Problem ist, die sind ja auch nicht so zügig. Aber die sind schon so breit wie die Straße. Machen wir jetzt über meinem erst, weil er hat da schon 20 Bahnen gefahren, bevor der hier ist. 4-7. Man. Aber ich hoffe jetzt, wenn ich jetzt die Ballenmission da mache, dass ich vielleicht auch mal wieder Folgeaufträge da hinten kriege. Das heißt mal ein bisschen da hinten mehr im Lohn machen. Machen kann, mal wieder ein bisschen grubbern oder so düngen. Wenn wir das dann gemacht haben, werden wir wahrscheinlich einmal zur Presse fahren müssen. Zum Big M. Da einmal die Ballen, die vorne vor Kopf liegen, müssen wir wahrscheinlich einmal einsammeln. Und eben am Rand abstellen, dass der sich da nicht in eine Quere fährt. Gehe ich mal davon aus. Vielleicht fahren wir doch hier mal mit über der grünen Wiese. Meter Arbeitsbreite, aber eine ordentliche Geschwindigkeit, das ist wichtig. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht, dass das abkommt, das Zeug. Realistisch, gar keine Frage, aber mein Gott. Als würden wir da drauf gucken. Und ich hoffe natürlich, vielleicht bleibt ja auch der ein oder andere Bomberballen für uns über. Glaube ich zwar nicht, aber immer mal hoffen. Habe ich meinen Schrittziel heute eigentlich erreicht? Ja, um 109% sogar. Das ist doch schön. 6.588 Schritte. Gestern waren es 9.000. Gestern noch mehr gelaufen als heute. Ich habe heute den ganzen Nachmittag. Ja, du siehst genau, wo ich Angebote geschrieben habe. Da sitzt er einfach nur. Und dann so nachmittags, oder wann war denn da? Ja, so 17:30 Uhr, dann 18 Uhr, so um den Dreh. Ich bin nach Hause gefahren, bin hierher laufen. Dann ja, merkt echt so 15, 16, 17 Uhr, wo ich Angebote und so weiter geschrieben habe. Merkst du sofort, da machst du keine Schritte. Naja, wer wollte sein Angebot heute noch haben? Krieg ich ja dann heute auch. Den wir auch gleich sofort losschicken. Dann kann er schon mal ein bisschen rumcruisen für die ersten Runden. Die werden wir nebeneinander herfahren. Ich glaube, das ist das Beste, was du machen kannst. Einer links, einer rechts, sondern Ibi.
Ja, die Feldeinfahrt. Ne, ein weiter Wert gewesen. Das wird ja ein einsames Erlebnis, glaube ich. Tragen wir mal ein drei Vorgewende, dann haben die Platz. Sechs Meter mal zwei. Der fährt links. Oh. Dumm Idiot. Ein John Deere CP 690 ist das, okay. Okay. Ganz ehrlich, hab ich nicht gewusst, muss ich auch sagen. Haben wir in Deutschland auch nichts mit zu tun mit solchen Dingern. USA oder wo die Dinger auch immer rumcruisen. Für uns wäre das Ding ja schon mal nicht, das Ding ist 6 Meter breit. Das kriegst du auch mit keiner normalen Zulassung irgendwo angemeldet. Das geht ja wieder nicht. Da kacken die sich ja so voll wie ins Hemd. Und dann ja nur vielleicht nur mit Begleitfahrzeugen und was weiß der Arsch nicht genau, dass man Fahrzeuge nur baut. Um das Ding von einer B zu, das wäre ein viel zu großer Aufwand, das geht ja wieder nicht. Der muss ich morgen noch gucken, ist egal. Immer wieder neue Sachen. Ich bin wieder reif fürs Bett, das merke ich so langsam auch. Die Kopfschmerzen kommen so langsam wieder. Na gut, man muss ja sagen, aktuell ist das Wetter einfach nicht dafür gemacht. Das ist richtig warm, so 30 Grad. 30 Grad, schwül, schwülwarm. Und dann arbeitest du jeden Tag 9, 10, 11 Stunden oder so. Das aktuell. Und dann schläfst du nachts. Ich guck, das ist so eine Kombi. Die kannst du nicht lange durchmachen, aber. Haben wir gesagt, da müssen wir jetzt einfach mal durch. Aber egal. Der Ventilator ist ja der aktuell bestarbeitendste Mitarbeiter. Kann man ja schon fast so sagen. Und ich muss sagen, ich schlafe eigentlich auch mit ganz gut. Also muss ich echt sagen, ich weiß ja nicht, wie ihr es habt, aber ich kenne Leute, die haben den Ventilator nachts straight auf sich gerichtet. Irgendwie am Bettende stehen oder so und dann direkt auf den Körper gerichtet. Das kann ich nicht. Da habe ich am nächsten Tag so Halsschmerzen von. Das kann ich nicht machen. Das macht mich kaputt. Ich habe den am anderen Ende meines Zimmers auf erste Stufe. Der bläst genau mir so ins Gesicht oder so. Aber das heißt nicht ins Gesicht, aber das macht so einen leichten Windzug nachts. Das reicht vollkommen aus. Du merkst es an der Arme, an der Beine, wenn die mal nicht unter der Decke sind. Merkst du, dass das reicht vollkommen aus? Und für ganz schlimme Nächte habe ich am Bettende auch noch einen stehen. Also, wenn es gar nicht mehr geht oder so, dann habe ich da auch noch einen stehen. Wenn wir die 40-Grad-Marke erreichen oder so, dann ist das noch so eine Option. Aber sonst bin ich da, wie gesagt, kein Freund von sowas. Und ja, dann. Ach, da steht CP 690. Ich habe die ganze Zeit gefragt, dieses typische John Deere, wo ist das? Dieser komische Strich da dran, da muss ja immer irgendwo dran sein. Trecker, Häcksler, Drescher, Baumwollflocker, Spritzen haben wir überall. Deswegen. Und viel Trinken ist wichtig.
27 km/h ist jetzt auch nicht das Schnellste. Man fährt 78, hat noch nicht mal 1% ab. Alles normal. Kabinen in Perspektive immer interessant. Da ist der Erste. Spart er den jetzt auf, bis er wieder einen neuen Fan hat, oder wie läuft er? Das beobachten wir mal kurz. Ich kann mir noch nicht erklären, warum er das als Ballast da hinten mit drauf haben möchte. Vielleicht, dass der vorne nicht so schwer wird. Oh, der ist schon nach der zweiten Runde, das ist schön. Das verfolgen wir aber nochmal eben. Und viel wegen. Aber oh, schaffen wir wahrscheinlich diese Folge gar nicht. Wassergeplätscher im Hintergrund. Ja, aber schaffen wir natürlich nicht, das jetzt anzugucken. Ich bedanke mich trotzdem bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.